Hey und herzlich willkommen bei Husky Themen leicht gemacht. Willst du auch Hallo sagen? Heute möchte ich euch die Organisation Tierseelen vorstellen. Ich habe da nämlich kürzlich bestellt. Da kann man einen Hund unterstützen und zwar wird da aus dem Erlös monatlich an die Hunderettung Europa e.V. gespendet. Dafür kriegt man dann ein Armband. Also man zahlt quasi ein Armband und dieser Erlös des Armbands geht dann rein in den Hund oder in einen der Hunde, die auf der Seite unterstützt werden. Also das Konzept dort ist so, dass man ein Armband kaufen kann. Aus Edelstein, also da gibt es ganz verschiedene zur Auswahl, farblich natürlich auch. Und damit unterstützt man dann einen Hund in Not. Da wird monatlich an die Hunderettung Europa e.V. gespendet. Man kann sich also erstens ein Armband aussuchen. Die Lieblingsvariante des Lebensretterarmbandes dann. Legst es in den Warenkorb. Damit unterstützt du dann eine der Fellnasen. Hey! Und dann erhältst du das Armband und eine Karte. Die habe ich auch schon in der Hand. Die will ich euch gleich zeigen. Man erhält außerdem monatlich Updates mit Bildern und Videos zu dem Hund, den man unterstützt hat. Also da gibt es verschiedene, die man unterstützen kann. Also da kriegt man dann einfach die Karte, welchen man jetzt unterstützt hat. Und es gibt nicht so viele, die dort unterstützt werden. Deswegen kann es durchaus sein, dass ihr denselben dann unterstützt, den ich jetzt auch unterstützt habe, was ja aber nichts Schlechtes ist. Denn dadurch haben genau diese Hunde eben einfach ein besseres Leben. Es wird nämlich dann Folgendes sichergestellt: anfallende Tierarztkosten, Kosten für Medikamente, ausreichend gesundes Futter und ein täglich sauberes Gehege. Die geretteten Fellnasen kriegen somit durch die Unterstützung die Chance auf ein neues, lebenswertes Leben und ihr dann ein tolles Armband, was euch immer daran erinnert. Ich habe gerade auch eins an. Das ist das Blaue hier. Es gibt aber viele verschiedene Farben. Ich habe hier auch ein paar noch. Das kommt auch immer in so einem schönen Säckchen. Das heißt, das ist auch sehr schön zum Verschenken dann. Hier habe ich noch so eins. Dann habe ich noch zum Beispiel diese beiden hier. Aber da gibt es richtig viele unterschiedliche. Ich denke, jeder weiß es mittlerweile, dass täglich irgendwo auf der Welt tausende Hunde misshandelt werden oder auch getötet werden oder in Tötungsstationen auf ihr Ende warten, aber unter schlimmsten Bedingungen. Und deswegen werden hier eben einige Hunde dann unterstützt. Ich habe hier zum Beispiel Peanut. Man kriegt auch immer eine Grußkarte. Bei mir steht jetzt auch drauf: vielen Dank für deine Unterstützung. Wir freuen uns, dass du nun Teil unserer Tierseelenfamilie bist. Und auch immer mit persönlichem Namen steht es dran. Und über den Hund. Ich lese euch einfach mal zu den Hunden etwas vor. Herkunft: Peanut ist circa 2019 geboren und befindet sich seit Juni 2022 bei unserem Partner im Tierheim. Unsere süße Hundedame ist kein klassischer Straßenhund, denn sie hatte ursprünglich einmal Besitzer. Diese haben jedoch eines Tages entschieden, dass sie keine Lust mehr auf sie haben und haben sie ganz einfach ausgesetzt. Wesen: Die kleine Maus ist sehr sozial gegenüber den anderen Hunden im Tierheim. Gegenüber Menschen ist sie jedoch sehr ängstlich und zurückhaltend, was sehr wahrscheinlich am Umgang der vorherigen Besitzer mit ihr liegt. Die PflegerInnen arbeiten jedoch weiter mit ihr, damit sie mehr Vertrauen fassen kann. So, hier nochmal Peanut. Dann habe ich hier Snoopy. Herkunft: Unser Snoopy ist circa 2019 geboren, 55 cm groß und 35 kg schwer. Seit dem Oktober 2022 lebt er bei unserem Partner im Tierheim und konnte aus der Gegend um Talungeni gerettet werden. Unser Partner hatte dort einen Vertrag mit der Stadt geschlossen. Statt von den Tötungsstationen werden die Fellnasen nun von uns eingesammelt. Wesen: Snoopy ist sowohl sozial mit anderen Hunden als auch super lieb im Umgang mit Menschen.
Da er noch frisch im Tierheim ist, ist er natürlich noch etwas schüchtern. Leider hat er die typische Brandnarbe auf der Schnauze, die viele Menschen in Rumänien den Hunden verpassen, da sie denken, dies schütze sie vor Krankheiten. Was natürlich absoluter Humbug ist. So sieht Snoopy nochmal aus. Der nächste wäre Miro. Herkunft. Miro ist ca. 2017 geboren, 55 cm groß und wiegt 20 kg. Er befindet sich seit März 2021 bei unserem Partner im Tierheim und konnte von unseren großartigen Helfern von der Straße gerettet werden. Aktuell hat er leider eine Bindehautentzündung, für die er aber im Moment von unseren Ärzten behandelt wird. Wesen. Miro ist ein lieber, aber zurückhaltender Hund und ist gerne auch mal für sich alleine und sucht seine ruhigen Momente. Mit anderen Hunden versteht er sich sehr gut. Momentan ist Miro leider noch ängstlich gegenüber Menschen, aber wir sind uns sicher, dass er über die nächsten Monate auftauen wird. Das ist Miro. Und dann gibt es noch Merlin. Herkunft. Merlin ist ca. 40 cm groß und ungefähr 14 Jahre alt. Ein richtiger Oldie also. Leider wurde er von seinem vorherigen Besitzer einfach auf der Straße ausgesetzt. Aktuell wird er vom Tierarzt gegen sein stark entzündetes Auge behandelt, in der Hoffnung, dass es bald besser wird. Wesen. Merlin ist im Gegensatz zu vielen anderen Fellnasen im Tierheim sehr zutraulich und zeigt sich wenig verängstigt gegenüber den PflegerInnen. Man merkt jedoch, dass das entzündete Auge ihn sehr belastet und seine Sehfähigkeit dadurch auch etwas beeinträchtigt wird. So sieht er nochmal aus. So, also diese vier Hunde kann man auf jeden Fall schon mal dadurch dann unterstützen. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar, ich weiß nicht, wie viele sie dort unterstützen. Aber die wären dann zum Beispiel dabei. Und jeder hat natürlich eine andere Geschichte. Cori hat sich gerade zu mir gelegt. Ich musste nämlich die Kamera wechseln. Und jetzt hat er sich einfach lieb mal hingelegt. Es gibt übrigens auf der Seite tierseelen.com auch nicht nur Armbänder zu kaufen und dadurch zu unterstützen, sondern man kann zum Beispiel auch Kleidung holen. Ich habe das gerade hier vor mir. Da schaue ich mal, was es gibt. Also man kann auch ein T-Shirt kaufen oder einen Hoodie. Ein Beanie wäre dabei. Und Handyhüllen gibt es noch. Okay. Außerdem kann man auch einfach so Futter spenden. Also für 15 Euro kann man 30 Tage Futter spenden. Das kann man sich auch einfach in den Warenkorb dann legen. Jetzt ist er müde. Ganz müde bist du. Also schaut gerne mal auf der Seite Tierseelen vorbei, tierseelen.com, dort könnt ihr selber auch stöbern. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal beim nächsten Video von Gori und mir oder nur von Gori auch dabei. Bis dann!